Yo, hier bin ich wieder mal, der Jesse, und wie lange habe ich gewartet, diese Worte zu sagen? Willkommen zu einem Let's Play von Tales of Symphonia, meinem aller Lieblingsspiel. Ja, endlich kann ich das machen. Das wird hiermit mein erstes Projekt mit dem Videograbber. Gut, Einstellungen. Textgeschwindigkeit bitte dahin. Dann machen wir dies gibt nur normal und schwer. Kein Ultra? Egal. Sprachausgabe, alles ein, bla bla, okay. Gut, und ich werde nicht einfach so ein Spiel, ich werde ein Spiel laden. Und zwar das, was ich hier beendet habe. Denn... Ja, einmal, ich kann in den Gradshop. Mit 11.000! What the fuck? Und ja, es geht darum, ich will das Spiel mit 100% beenden. Und ich bin kurz davor. Mir fehlen nur noch zwei Titel, dann habe ich alles. Gut, deswegen übernehmen wir die. Die Beziehung will ich nicht übernehmen. Hab ich nie noch was das sein soll. Die Spielzeit nicht. Dann sehe ich auch, wie viel ich gespielt habe. Die kann ich übernehmen. Ja, ja, ja. Natürlich, Titel natürlich. Figurinen habe ich auch alle. Album habe ich voll. Monsterliste habe ich voll. Ja, von mir aus. Techniken. Nein. Obwohl. Verkämpfung? Nein. Technikenverwendung. Ja. Maximale KP. Erfahrung werde ich nicht erhöhen. Wäre ein bisschen schwierig. Na komm, machen wir jetzt im Fach Erfahrung natürlich rein, ne? Ja. Gut. Das übernehme ich alles und starte damit ein neues Spiel. Gut, vorlesen werde ich zu den Charakteren nichts, weil die Sprachausgabe ein ist. Da wird selbst alles gesagt. Auf Deutsch steht's dann auch dort. Also, los geht's mit dem Intro. Once upon a time, there existed a giant tree that was the source of mana. A war, however, caused this tree to wither away, and a hero's life was sacrificed in order to take its place. Grieving over the loss, the goddess disappeared unto the heavens. The goddess left the angels with this edict. You must wake me, for if I should sleep, the world shall be destroyed. The angels bore the Chosen One, who headed towards the tower that reached up unto the heavens. And that marked the beginning of the regeneration of the world. Eine kleine Highlight. Lloyd Irving, wake up! Lloyd! Lloyd! Bam! How do you manage to sleep standing? Das frag ich mich auch. Oh, Professor Rain, is class over? Never mind. Let's have someone else answer the question. Genus, how about you? Yes, Rain. Mythos the hero brought about the end of the ancient war in the holy ground of Carlon. Correct. Afterwards, Mythos the hero formed a pact with the goddess Martell to seal away the Desians whom caused the war. But the Desians came back and are now causing everyone to suffer. We covered that in class last time, remember? When the seal weakens, the Desians reappear. Just like they have now. Hat Lloyd keinen Block? Yeah, I knew that. I just forgot. Oh, natürlich. Today is the day of prophecy. It is a very important day, which the Chosen of Mana will receive an oracle from the goddess Martell. Now, Chosen One, Colette. Yes, ma'am? Tell us about the journey of world regeneration. It is a journey to seal the Desians. Mm-hmm. Upon passing the trials of the goddess Martell, the summoned spirits that protect the world awaken, and mana is restored. Hello, we'll speak, Reba. Correct. I suppose we should expect the Chosen herself to know the answer to that one. Mm-hmm. Mana depletion is the cause of the current food shortages and droughts.
It is said that this occurs because the Desaians consume vast amounts of mana in their human ranches. The Chosen's journey has two purposes: to revive mana, as well as defeat the Desaians. Now for the next question. How was that? Gesangsverlicht. Settle down. It would seem that the time for the Oracle has come. I will go and check on the chapel. Everyone stay here and study on your own. Habt ihr das verstanden? Wir kommen. Professor! I'll go with you. Ja. No, Colette. If it is the Oracle, the priests will come here for you. Wait here with everyone else. Mhm. Okay. Yes, ma'am. Und nun dürfen wir rumrennen. So, jetzt mal kurz gucken. Ja, jetzt ist Ultra drin, aber ich will mit Schwer spielen. Ultra nicht wirklich, also. Vor allem werde ich auch... Was haben wir denn so? Nehmen wir F. Mit einer bestimmten Schwierigkeit werde ich noch spielen. Was das Ganze noch ein kleines bisschen schöner macht. Das Menüfenster. Dann haben wir das mal in Schwarz. Alles voll, war das? Ja. Ich werde bis zu einem bestimmten Punkt im Spiel komplett ohne Gele spielen. Das heißt ohne Heilungen. So wird's weiß, ne? Nee, ich will schon so dunkel haben. So. Ah, genau das war das, was ich machen wollte. Gut, bis zu einem bestimmten Punkt komplett ohne Heilungen, um einen bestimmten Titel für Genus zu bekommen. Seinen letzten, der mir noch für ihn fehlt. So. Okay, so sehe ich jetzt gar nichts mehr. Was haben wir hier? Hauptfenster? Nee. Nur das Hauptmenüfenster, glaube ich, ist das, was ich mal so mache. Gut, kochen. Hat natürlich alle Gerichte, die sich 100% gehört. Status. Die meisten, nennt sein zurzeit bester. Ist mir eigentlich relativ egal, ich nehme immer welche, die cool aussehen. Wenn ich Wasserrate, Wellenbrecher. Obwohl, nee, lassen wir es anfangen erstmal normal. Der beste. Wie war das nochmal? Schwert der Schwerter? Ich weiß nicht mehr. Egal, erstmal mal den. Strategie, den mal direkt einstellen. Das mache ich immer. Mal hier ausschwärmen. Reserve sichern und Frontlinie mal ihm. Erfahrungsfähigkeiten, die bleiben so. Also einmal, er kann zwei Spezialfähigkeiten hintereinander machen. Er kann in der Luft noch eine extra Attacke machen. Er bewegt sich schneller, weil wenn ich ihn habe im Team, drin sich. Und die Basisattacken erhöht zu 1. Und er kann spezielle Attacken in der Luft einsetzen. Items. Ne, wie werfe ich die weg? So, ja. Um nicht in die Versuchung zu kommen, die einzusetzen, schmeiße ich die immer direkt weg. So. Ach, die Gem habe ich auch übernommen. Okidoki. Techniken. Gut, ich habe zwar jetzt übernommen, aber ich werde natürlich nicht alle einsetzen. Ich benutze nur ein paar. Und zwar die ich immer benutze. Vorerst. Gut, Ausrüstung haben wir. Sonst nichts. Okay, dann kann es ja mal losgehen. Ich würde sagen, wir folgen ihr doch mal direkt. Und da kommt der Genus angerannt. Leute, wo willst du hin? Du willst ja nicht davon machen. Rain wird stocksauer. Ich bin echt neugierig, was mit Colette geschieht, wenn sie das Orakel empfing. Sie erzählt uns immer von der Auserwählten und dem Tag der Prophezeiung, aber niemand sagt dann, was wirklich passiert. Aber meine Schwester hat gesagt, wir sollen hier bleiben und Hausaufgaben machen. Na schön, ist ja gut. Ehrlich, Leute. Es gibt nichts zu lachen, wenn Rain wütend wird. Mann, ich war so gespannt darauf, was bei einem Orakel eigentlich passiert. Oh, da kommt ein alter Mann an. Na, alter Mann? Auserwählte! Möbels Willen. Jetzt noch nebenbei wäre ich jetzt losgegangen, also sage ich ihm, ja, ich gehe hin. Dann werden mir jetzt Genus und Colette gefolgt und der alte Mann wäre uns erst später begegnet.